Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich bin's, der Black, Louis und Jordan. Wir sind hier gerade in einer ghoulverseuchten, in ghoulverseuchten Überresten einer Stadt. Hier gibt's ein bisschen Muni, das war wohl ein Waffenshop oder sowas. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Da ist er. Er ist schon zum Kampf gekommen, aber Kampf ist besiegt. Rotierte Farm. Hab gehört, dass eine Gruppe Soldaten... Ja. Heißt das Ritter? Wilder Ghoul? Soldaten. Da. Keine Ahnung. Soldaten der stählernen Bruderschaft im Commonwealth gesichtet wurde. Okay, platt. Stand vorausgesagt. Scheinbar lag er richtig. Huch. Hört sich an, als ob sie in... sie sind in Schwierigkeiten geraten. Im Polizeirevier Cambridge. Eine Weile ging es ihnen echt übel. Aber dann... Ja, dann... ...tauchte der... der Vault-Bewohner auf und ging ihnen zur Hand. Oder oh, wie viele Gute denn noch? Oder so. Auf jeden Fall hat der Vault-Bewohner... Scheißendreck, was war das denn? Die werden dann ja wohl bald wieder ihrer Wege ziehen. Oder? Hier kommt... Oh, hier kommt Bob Crosby mit Way Back Home. Aufgepasst. Jawohl, Way Back Home. Ich glaube, ich kann dem gar nichts mehr geben, oder? War das nicht so? Oder habe ich dir schon... Doch, ich kann noch. Okay, bin ich beruhigt. Impro-Pistole, Billard-Kü. Steche ab zu Kampfflinte lassen wir. Das automatische rückstoßgedämpfte Gewehr sieht nett aus. Hat der Supermutant. Macht nur wenig Schaden. Deswegen weg. So. Dann schieße ich lieber so. Klar, wir ballern nicht so schnell durch, aber ja, was soll's denn? Sportkleidung. Das lassen wir. Okay. Gut, zurück nach raus. Und natürlich alles, was an Schrott da ist. So. Ich muss auch bei Gelegenheit. Also, ich glaube, das wird eh die letzte Folge dieser Aufnahme sein. Und da das die letzte Folge dieser Aufnahme ist, wird logischerweise auch nach der Aufnahme dann erstmal das ganze Zeug, was wir noch so haben, ja, ausgetauscht. Also auch ausgetauscht wird, oder beziehungsweise alles, was wir so aufgeschrieben haben, während der Aufnahme, wird halt nach Sanctuary gebracht und da dann eingelagert. So, beschlossen. So, wo ist denn jetzt der, wo geht's denn jetzt schon wieder lang? Da. Nein, hier ist auch. Ach man, überall ist das so sumpfig. Hier lang. Lalalala. Zu epischer Musik springen wir hier voran. Dann geht es weiter und wir werden irgendwann ankommen. Ja, wir kommen gleich an. Das ist doch so toll. Und da freue ich mich doch besonders voll. Oder so. Was ist das eigentlich? Oh, eine kleine Werft. Cool. Das ist leer. Ich guck mal hier rein. Vielleicht finden wir ja hier drinnen. Wir finden einen Superkleber. Die Kosten dürften hier recht überschaubar sein. Ich will. Nein. Einmal Tab zurück. Ja, Enter verlassen, Mann. Dass man das auch immer bestätigen muss. So, ich wollte da eigentlich nur looten. Hat nicht ganz hingehauen mit dem Looten und so. Beim nächsten Mal. So. Jetzt haben wir die nächste oder eine neue Quest. Welche denn eigentlich? Untersucht die Wasseraufbereitungsanlage. Genau, das war's. Wasseraufbereitungsanlage, wahrscheinlich alles voller Ghule. Oder Supermutanten. In dem Fall werden wir doch mal hier Waffen. 34, was macht denn die andere hier? Die rechtmäßige Herrschaft macht 31. Komm, wir probieren mal diese hier. 5. Schlechter Abzug. Uin, uin! Nein! Oh, Gott sei Dank zieht der nicht so gut. Das sei ein schlecht. Das sei ein ganz schlechtes Teil hier. Wir gehen mal auf die hier. Wow, das war so doch klar. Okay.
Also, merke, der eine Typ, der hat einen Raketenwerfer und offensichtlich sehr viel Munition. Das sollten wir lassen und dann war da noch ein Selbstmörder. Auch den sollten wir relativ schnell ausschalten, wenn irgendwie möglich. Sonst kriegen wir hier ein Problem. Das heißt, wir gehen mal rechtmäßige Herrschaft. Du hattest doch Visier drauf, genau. F5. Wupp. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. So, lalala. Wo ist er hin? Kampfhandlungen werden eingestellt. Oh, oh, da kommt der, Selbstmörder. Oh, okay, Selbstmörder ist tot. Das ist gut. Jetzt schießt der Typ. Wir werden beschossen. Gegner. Oh, da bist du. Du warst der Schießer. Okay. Der ist hin. Fürs Raketenteil muss ich dann ins Wasser. Okay. Schlecht zu wissen. Hau, lass mich in Ruhe. Hund. Lalalala. Ja, ja, ich bin auch getroffen. So, Mutanten-Hundefleisch können wir gleich mal mitnehmen. So. Ja, du mich töten. Du mich am Arsch lecken. So, tot. Durchdringende Planke. Ja, toll. Scharmützler. Ja, ja, ich bezahle dafür. Ganz toll und voll Geld hier. Entschuldigung, Curry. So, okay. Ich brauche mal... Flip. Und gleich noch hier hinterher. Okay. Wasseraufbereitungsanlage. Jetzt haben wir sie entdeckt. Toll. Ah, da hinten haben wir noch jemanden. Hallo. Bleib stehen, Jungchen. Ne. Okay, platt. Ja. Wo? Wo ist er? Da. Na komm, mein Freund. Jetzt rennt er weg. Toll. So, wo liegt denn der Typ mit dem Raketenwerfer? Ich würde eigentlich ungern... Ah, okay. Ich kann hier tatsächlich durchlaufen, ohne großartig Schaden zu bekommen. Das ist gut. Bleib hier. Ich schieße den Hintern. So, okay. So, wo... Nein, nicht Wasser trinken. Oh, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich kaum Radioaktivität abbekommen habe. Ich werde mal was futtern, weil wegen Essen ist schön. Essen schmeckt immer schön. So. Zum Beispiel gebackene B-Fliege. Das klingt doch wieder mal lecker. Und dann hätten wir hier Schädel-Augenhöhle. Lalalala. So, gucken wir mal. So klar, die Supermutanten haben hier das Wasser ein bisschen versaut. Liegt natürlich ganz an. Oh, das geht noch rein. Ah, ich hasse es, wenn es reingeht. Aber mittlerweile kommen wir ja mit den Supermutanten recht gut klar. Selbst. Ui, ein fetter Huster. Tut mir leid. Selbst ohne Powerrüstung kommen wir sehr gut mit den Supermutanten klar. Deswegen bin ich guter Dinge und werde da einfach mal rein switchen. Ganz am Anfang mussten wir noch ein bisschen feige sein. Jetzt, denke ich, sollte das gut klappen. Stuhl sitzen und eine Angel. Ob er auch selber angeln kann? Weiß ich nicht. Matratze schlafen, eine Stunde, klingt nicht schlecht. Wird es wieder draußen noch ein bisschen mehr dunkel, aber das ist ja egal. Ich bin wieder gesund, ohne dass ich was gegessen habe. Das hätte ich vielleicht noch eher machen müssen. Oder entdecken sollen. Schlafen ist immer was Schönes, auch wenn man in fremden Betten schläft. Man, Hauptsache man wird gesund. Man kriegt zwar vielleicht keinen XP-Schub oder sowas, aber man wird gesund. Und ich denke, es gibt nichts, was unwichtiger ist. Ich glaube, ich habe mich da falsch ausgedrückt. Es gibt unbedingt nichts, was wichtiger ist. Die haben sich ja ganz schön aufgebaut. Voll verwirrend hier, wie man hier langlaufen muss. Da unten geht es lang. Okay. So. Hier ist der Eingang, ne? Okay, dann wechseln wir mal kurz. Nicht im Probewehr. Wo ist denn das hier? Stecherabzug. Macht ein bisschen mehr Schaden. Und ich denke mal, in der Aufbereitungsanlage ist das durchaus ein Vorteil. Lalalala.
Der Ladebildschirm. Lässt du mich hier durch? Oh, bitte, bitte, bitte. Alles Gute, alles Gute. Ja, alles Gute. Okay. Kling, kling. Kommt jemand? Nein. Nein. So, Schachtel Zigaretten. Kundendienstterminal. Gehen wir gleich mal hin. Haben wir nichts mehr. Okay. Ich bin schon am über... Oh, ja, gut. Ich bin schon am überlegen, mich einfach mal hinzusetzen. So, Memo. Weston Medienveranstaltung. An alle Mitarbeiter. Medienveranstaltung Weston Wellness vom 26.10. Zur Erinnerung, am Dienstag, dem 26.10. werden Mitglieder der lokalen und landesweiten Presse als Teil einer Presseinitiative Weston Wellness durch die Anlage geführt. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter durchgehend höflich, zuvorkommend und diskret sind. Sämtliche Fragen, besonders die zum Cholera-Ausbruch, müssen an den nächsten Weston Pressesprecher weitergeleitet werden. Es werden Kartons mit Weston Wasser und gemäß unserem Wahlspruch "So schmeckt Perfektion" an die Journalisten verteilt. Stimmt's? Rechnen Sie am Mittwoch mit Doppelschichten um die verlorene gange Produktivität mal wieder wettzumachen. Toll. Gemein. Wenn euch das Leben in Diamond City auf die Nerven geht. Karte aktualisiert, eine Schachtel Wellness probieren. Also ein Abenteuer, Wasserkarton oder so wollt. Dann habt ihr jetzt wohl eine neue Alternative. Okay. Die Siedlung Sanctuary wurde offenbar im Nordwesten gegründet. Genau, Sanctuary, also das ich kennen wir ja auch schon. Viel Glück dabei. Danke schön. Ihr wisst schon, bei dieser ganzen Überlebenssache. Ja, das wird schon klappen, wir sind ja da. Außerdem hört es sich an, als ob die die Minutemen damit zu tun haben. Hallo. Hey, ich dachte, du brauchst etwas, ich dachte, oder? Machst du mir ein Geschenk? Aber wohl nicht, also wohl gut für sie. Kann ich nicht mehr tragen, Mist. Ja, ich hoffe, ihr mögt dieses Lied. Butcher Pete von Roy Brown. Oder ist das Roy Brown von Butcher... Es ist Butcher Pete von Roy Brown. Ja, ich dachte, er war ein bisschen, nicht mehr so nervös. So, wir legen hier mal alles rein, was wir so haben. Raketenwerfer brauchen wir gerade nicht. Planke, ja, die ist ganz wichtig, die hätten wir durchaus nicht gebrauchen können. Das raus. Dieses Impro-Repartier-Ding, das ist für einen Arsch. War doch das, was ich gerade hatte, ne? Oder habe ich das Verkehrte genommen? Probier es einfach nochmal. Einfach nur mal just for fun. Lass mal Impro-Repartier-Ding. Ja, ist für'n Arsch. Quatsch. Mann! R! Nicht nachladen, ich will doch nur rein hier. So, R. Okay. Also, Angel raus, Aluminiumdosen. Ich kann es auch so machen, Waffen. Geht immer ein bisschen besser. Den Raketenwerfer wieder weg. Impro-Ding, was schlecht ist. Kampflinde behalten wir. Die Planke tun wir weg. Die kann auch weg, genau. Entschuldigung. Also, okay. Meine Hilfsmittel. Diverses. Schrott, da war er doch. So, und alles da rein. Aha, alles weg. Natürlich neue Waffe anlegen. Für den Fall, dass hier noch ein paar Mutanten rumrennen. Oder ein Geschützturm. Ja gut, für einen Geschützturm können wir eigentlich... Gehen wir mal auf Peng. Wo ist denn ein Geschützturm? Hallo? Habt ihr doch gehört? Oh, verbessertes Entsperren. Nein! Jetzt habe ich dich. Juhu! Ja. Tür offen. Oh, da ist ein Wesen, der sich bewegt. Aber nur von der Tür. Okay. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Alles, was man kriegen kann. Hinter der Tür noch was. Tatsächlich ein Alu-Kanister. Den nehmen wir auch mit. So. Hier geht's aufs Dach. Weiß nicht, ob ich unbedingt aufs Dach will. Jetzt zumindest nicht. Jetzt will ich erstmal den Fahrstuhl nehmen. Hopp. So, da kamen wir raus.
abklingen. Oh. Oh, so viel weiter ging es gar nicht runter. Ja, okay, das ging. Solange es nur einer ist. So, Terminal des Geschäftsführers. Hast du etwas Interessantes entdeckt? Entsperren Ansteiger. Ja, ich entsperre erstmal die Tür hier. Komm. Was soll's? Oh, ich brauchte nicht mal was bewegen. Das wär's. So, Fusionszelle. Sehr schön. Fusionszelle. Noch schöner. Terpentin. Da haben wir ja fast unseren Verlust jetzt wieder ausgeglichen, den wir hier, ja, dank der Ballerei hatten. Oh. Ich will keine Drogen herstellen. Dankeschön. Lass mich wieder raus. Hallo? Dauert immer ewig manchmal. So. Da klickt man aus Versehen mal drauf. Und braucht immer ewig wieder rauszukommen. Ach Mensch. So, Terminal, Coca-Cola. Okay. Ich guck mal noch die andere Tür. Die ist. Knopf aktivieren. Gut, dann gehen wir erstmal auf das Terminal da. Schachtel Zigaretten ohne Brille. So. Schauen wir mal. Memo, Weston, Medienveranstaltungen. Ich glaube, das ist dasselbe. Ja, okay. Halt, unten drunter das Budget, hatten wir das auch schon. Im zweiten Quartal hat unsere Regionalabteilung Massachusetts Rekordverluste verzeichnet. Hohe Betriebskosten und schwierige Vorgaben haben zu einer den mit schlechtesten Unternehmensbedingungen der letzten Jahre geführt. Wir benötigen dringend innovative Lösungen, wenn wir weitere Marktführer für öffentliche und städtische Wasserversorgungseinrichtungen bleiben möchten. Die Geschäftsführung möchte hiermit Weston Betriebsleiter Mr. Saul Arison Lou für seine mutigen Experimente im Bereich Abwasserrecycling aussprechen. Wir sind uns sicher, dass die Riesensiegen für öffentliche Gesundheit minimal gehalten sind und die Einsparungen bei den Aufbereitungskosten erhebliche Auswirkungen auf unsere finanzielle Zukunft haben wird. Okay. Irgendwie glaube ich nicht, dass da irgendwas minimal gehalten ist. Haltet mich für pessimistisch. So. Okay. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Gebäudeverwaltungsterminal. Kronkorken. Oh, 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 was haben wir? Picket-Center. Perfekt. Du kannst jetzt Verandamöbel in Siedlungswerkstätten bauen. Yay, Verandamöbel. Sehr schön. Enter, nehmen. Ich kann mal wieder basteln. Juhu. Muss ich bei Gelegenheit auch mal wieder machen. Habe ich lange nicht gemacht. Oh, verdammt. So. Noch eine. Es ist etwas in der Nähe. Ist nicht wahr. Entsperren Experte, das kriegen wir sogar hin. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, Patronen, Fokusgeld, kalibriert und mächtig. Nee. Auch nichts. Kronkorken. Oh, guck mal, ein Bildchen. So, Alu-Kanister. Hallo? Mir geht nicht. Na gut. So, dann Gebäudeverwaltungsterminal. Schauen wir mal rein. Turmsteuerung. Toll, hätte ich eher entdecken müssen. So, deaktivieren. Einheiten, 10 Stück. Wow. Okay, Turmsteuerung ist aus. Was hatten wir noch? Medienveranstaltung, Gebäudeverwaltungsaufzeichnung, Protokolldatei. Abdichtung des Geschützverteidigungssystems abgeschlossen. Die ersten Tests sehen vielversprechend aus. Die neuen Sensoren sollten dafür sorgen, dass sie sich abschalten, falls der Laden mal wieder überflutet wird. Ich bin schon froh, wenn das nicht wieder alle 2 Wochen einen Kurzschluss haben. Okay. 19. Nun, sie funktionieren. Emmels hat den Sedimentierungstank gesäubert und wieder vergessen, das Ansaugventil zu schließen. Riesenüberschwemmung. Geschütz 4 ist verschwunden, bevor es Schaden nehmen könnte und ist sofort wieder aufgetaucht, nachdem das Ventil geschlossen haben. Klappt also prima, nur schade um Emmels. Oh. Hoppla. Routineerwartung der Wasserpumpen. Nicht, dass es nötig wäre. Die Zentrale hat vielleicht an allen anderen gespart, aber die Dinger werden ewig halten. Okay. So, schmeißt am Dienstag irgendeine Art Presseparty, also müssen wir am Montag Überstunden machen. Damit alles anständig aussieht. Hab ihnen gesagt, dass ich den Tag brauche, um die Geschütze umzuprogrammieren. Damit sie nicht die Gäste erschießen. Dafür brauche ich 10 Minuten. Den Rest des Tages kann ich mit etwas Produktivem verbringen.
der roten Gefahr ein Spiel. Okay, warum auch nicht? Finde ich auch. Spielen ist produktiv. Wer bin ich, dass ich da was gegen sage? Schließlich mal hier ein Let's Play. So. Malpinsel nehmen wir alles mit. Was haben wir hier? Rote farblose Zahnrad, juhu. Ein Schrank, noch juhuera. Aha, aha, okay, nehmen wir alles mit. Was ist hier drin? Ah, siehst du, da war doch was. Aber nicht da, wo ich gedacht habe. So, kann ich hier aber was machen? Nein. Schade. Hier passiert uns auch nicht so weiter was. Hier haben wir noch eine Tür. Dieser Knopf funktioniert nicht. Das ist ja viel ärgerlicher, als ich dachte. Ach Mensch. Mhm, mhm, mhm. Na gut, dann gehen wir mal wieder hoch. Na, hoffentlich hat euch dieses Lied gefallen von Warren Smith. Ja, bestimmt. So, Bierflasche. Und Stätten des Wissens aufspüren. Ich bin sicher, es gibt noch einige davon. Abgeschlossen. Untersuche die Wasseraufbereitungslager. Also, lass das Wasser abfließen. Also mehr ein, ihr wisst schon, ein Gerücht. Dieser Knopf funktioniert nicht. Toll. Bin mir nicht sicher, wer, aber ich denke, ich meine. Pumpensteuerungsschalter, schauen wir mal. Wer? Aber egal, jemand hat gesehen. Ah. Also jemand hat vielleicht eine Person in einem Mordanzug gesehen. Ich meine, die aus Mord 111 gekommen ist. Okay, wir haben da drin ein paar Meyer-Logs. 111 geht, ist komisch, glaube ich. Legendärer Meyer-Log, willst du mich verarschen? Mordanzug gesehen hätte, aber ja. Ja, genau, wir haben jemanden mit dem Mordanzug. Ich mache jetzt mal das Radio aus, das stört gerade ein bisschen. Ich will hier selber quatschen. Du redest mir immer zwischen rein. Ich will nämlich die Folge beenden und dann mich in der nächsten Folge mit diesem legendären Meyer-Log anlegen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Wir erkunden das Teil hier noch zu Ende. Ja, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.